Begebe dich in eine Kniebeugenposition. Achte dabei darauf, dass der Fuß komplett belastet ist und du nicht nur den Vorderfuß belastest, sodass deine Ferse abhebt. Im Anschluss drückst du deine Knie mit den Ellbogen leicht nach außen und öffnest so deine Hüfte. Du solltest dabei einen Stretch an der Oberschenkelinnenseite spüren. Schau deiner aktiven Hand bzw. dem aktiven Arm immer hinterher. Im Anschluss nimmst du eine Hand auf den Boden, drückst dabei aktiv das Knie raus und versuchst mit der anderen Hand aktiv die Decke zu berühren. Strecke deine Brustwirbelsäule und halte dabei wieder komplette Spannung auf dem gesamten Fuß. Danach fasst du deinen großen Zeh, begibst dich mit der Hüfte in Richtung Decke und streckst damit deine Beine. Dabei solltest du einen Zug bzw. einen Stretch in der Beinrückseite spüren.